Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Diese Woche geht es um die 6261 aus dem Jahr 1992 mit 71 wunderbaren Teilen. Ja, also nach der Geschichte letzte Woche mit den Zügen muss ich mal was haben für mein besseres inneres Karma, nämlich Piraten. Ja, da freue ich mich nämlich viel mehr drüber. Und auch was hier für Highlights bei sind, darauf gehe ich jetzt mal ein. Wir fangen natürlich mit den Minifiguren an. Ich fange mit den unspektakulärsten an. Ganz normaler Pirat, graue Beine, ist vielleicht noch das Interessanteste an dem. Sonst ziemlich Standard. Interessanter wird es bei ihm hier, denn der hat nämlich schon ja, das Gesicht, also alles obenrum auch in schwarz, das Gesicht und so weiter. Hat aber hier das Holzbein, was sonst immer nur der Chef hatte. Und von dem Chef haben wir jetzt hier nur noch den Hut und das Gesicht bei der dritten Figur. Ein sehr interessanter neuer Torso. Kann ich gleich darauf hinweisen, der hätte normalerweise eine Hakenhand gehabt. Habe ich nicht mehr. Ja, der Staubsauger Juhe. Und allein so eine Hakenhand nachzubestellen, ist halt auch bei Bricklink einfach verdammt teuer. So, was haben wir sonst noch an Props hier? Ja, ihr seht hier schon Piratenflagge, ein bisschen Schusswaffen und Säbelzeug. Hier eine Truhe, das Gold drinne, 4 Stück. Was ich viel interessanter finde, ist das hier. Ja, ist dreckig hier oben, tut mir leid, ist halt alt, ja. Aber wir haben hier wieder dieses coole Segel, was wir auch im Review 40 hatten, in dem Drachenboot. Ja, hier gleiches Segel, anderer Aufdruck nur drauf. Sehr, sehr cool. So, jetzt fangen wir uns mal an, das Ganze zu bauen. Wie ihr seht, Millionen von diesen Fässern auch dabei. Also, wenn ihr mal irgendwo Fässer braucht, kauft dieses Set, wenn es auch erschwinglich zu bekommen ist. Das halte ich nämlich für ein Gerücht. Aber das hat halt hier diese ganzen Props dabei. So, jetzt fangen wir hier mal an. Rüsten die Leute auch entsprechend schon mal aus mit ihren Waffen. So wie die Anleitung sagt mir das hier sogar schon direkt. Ja, und falls ihr euch fragt, was für eine Hakenhand, ich zeige es euch eben jetzt hier nochmal. Da seht ihr, der Pirat hier in der Mitte hat eine Hakenhand, die ich leider nicht mehr besitze. Für 92 die Anleitung noch in Ordnung. Hier hat noch kein Tesafilm bisher gewütet. Ach so, wir haben hier ein Hai dabei. Ja, Standard-Hai. Kennen wir, lieben wir. Ist mit dabei. Gut, auf geht's zum Bauen. Ist eigentlich eine recht simple Konstruktion, finde ich. Die aber optisch einiges hermacht, weil wir nämlich, da kann ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen, wenn ich das hier dran geklemmt kriege. Wir haben hier diese wunderschönen Masten, Seitenteile zum Hochklettern in kleiner. Damals bei den Piratenbooten gab es die nur in einer Größe, nämlich groß. Das sind jetzt die kleinere Versionen davon. Auch ziemlich cool. Und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr Flair. Ja, und das finde ich halt schön. Muss ich einfach sagen. Bin ich voll von begeistert. Jetzt wird es hier... Gleich, jetzt fängt es an, technisch zu werden. Ja, also jetzt gibt es natürlich den einen die andere, die das dann nicht mehr so cool finden, dass so technisch wird. Also jetzt hier nehmen wir diese Technikstange und stecken jetzt hier diese Fässer alle drauf, damit wir quasi so simulieren, dass wir ein Boot halt haben. Jetzt muss man halt so ein bisschen gleich, das Einzige, was ein bisschen fummelig ist, das kommt jetzt hier quasi drauf, wie ihr seht, ne? Hier kommt das drauf und jetzt muss man das natürlich so ein bisschen ausrichten, dass das passt. Habe ich jetzt eine Stange zugenommen, dass es zu klein ist? Nee. Ein bisschen weiter das Ganze auseinander schieben. So, das sieht glaube ich jetzt schon besser aus. Oder habe ich die? Ah, die habe ich ein zu weit. Ah! Wer nach Anleitung bauen kann, dem ist geholfen. Ne? Deswegen passt es auch nicht, wenn man sich nach Anleitung richtig setzt. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Dann haben wir hier die eine Seite schon dran. Ja. Gleiche machen wir jetzt noch für die andere Seite. Und dann haben wir sozusagen schon mal die Flussfähigkeit, die Schwimmfähigkeit bestätigt. Also 6 Fässer bei dem Set bei. Finde ich halt ziemlich cool, weil diese Fässer mag ich einfach. Und 6 davon ist halt auch einfach schon... sehr, sehr, sehr utopisch. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man solche Spezialteile haben will, dass ich einfach nur so ein Set kaufen brauche und da ist einfach mal 6-mal das Teil drin. Finde ich schon ziemlich gut. So, jetzt
Jetzt haben wir hier unten, rollt das so schlecht? Gar nicht hier so eng alles gesetzt. So. Jetzt haben wir so ein bisschen gucken, dass das nicht zu locker und nicht zu fest ist. Jetzt haben wir hier unten einmal das Ganze fertig. Und jetzt kommt das Coole. Jetzt kommen einfach hier Platten drüber, die sozusagen suggerieren. Schaut mal, Leute. Ja, es ist eine feste. Und jetzt haben wir auch eine schöne feste Konstruktion. Da kann man mit spielen. Das kann man gegen die Wand werfen. Passiert nichts mehr. Und das ist ziemlich cool gedacht. So. Jetzt können wir das Ganze hier an der Seite. Hier kommen jetzt noch so ein paar Haken hin. Jetzt kann man auch schön von oben drauf drücken, weil die natürlich von unten und von oben gekontert sind. Ja, also unten die Platten, ihr habt oben die Platten. Da kann jetzt so schnell nichts passieren. Das erfreut natürlich auch dann die Eltern, wenn das Kind nicht jedes Mal rumschreit, die Sachen sind kaputt. Ja. So. Jetzt einmal. Ja, kurzer Cut. Mir fehlt ein Brick. Grauer Brick, ich weiß nicht, wo er geblieben ist. Ich habe das jetzt ersetzt mit drei grauen Plates, die ich übereinander gesetzt habe. Das ist ja wieder mal der Vorteil an Lego. Ja, System. Da kann man das auch einfach mal ersetzen. Was ich jetzt getan habe. Ja, ärgerlich. Weiß ich nicht, wo der Brick geblieben ist. Machen wir das erstmal damit. Hauptsache, das Set wird fertig. Ja, und können uns alle dann danach dran erfreuen. Ich werde mich auf alle Fälle dran erfreuen. Sind Piraten, aber leider auch schon die zweite Welle der Piraten, die man natürlich ja, geteilt sehen kann. Gab viele, die fanden das natürlich cooler, weil ein bisschen mehr Innovation, ein bisschen mehr Optik auch ein bisschen mehr vorangetrieben wurde. Ich bin ja ein Fan einfach noch der ersten Welle, also der ganzen oldschoolischen Welle. Erwähnte ich ja schon mal, Rotröcke sind nicht mein Jam. Ich bin einfach ein Freund der Blauröcke. Aber das ja, kann man halten, wie man möchte. Außer ich setze hier die falsche C-Clamp hin. Dann bringt mir das nichts. So, die C-Clamp auf die Seite. Das dahin. So. Hier kommt schon mal der dran. Dann auf die andere Seite die C-Clamp. So, dann kommt hier einmal die Platte zur Verstärkung drüber. Also auch hier wieder nochmal überbebaut vom überbebaut vom überbebauten. Ja, also man hat hier wirklich alles versucht, dass dieses Ding einfach auch in sich brutal stabil ist. Was ich gut finde, was ich jetzt überhaupt nicht kritisieren will, würde ich sogar eigentlich lobend hervorheben, dass man hier sich wirklich die Mühe gemacht hat und gesagt hat, jo, alles klar, das Ding, das muss einfach in sich stabil sein. Und jetzt haben wir halt das dritte Mal überbaut. Ja, jetzt ist das ganze Ding einfach unkaputtbar. Hinten jetzt hier das Ruder, was man auch Höhen verstellen kann. Sehr, sehr cool. Ne, da ist man teilweise weiter als manch anderes Set in der Zukunft. Ich erinnere nur an das Review 40 und 41 von dem Motorboot, wo man die Höhe nicht verstellen kann. Aber hier bei dem Piratenboot von 92 geht das. 5 Jahre später und es gibt weniger Entwicklungsmöglichkeiten für die oder weniger Spielmöglichkeiten. Ja, Daumen hoch. Da habt ihr ganz klug gearbeitet. So. Problem ist hier, die Truhe, die hält nicht ganz so gut mehr, der Deckel. Leider. Auch hier sehr interessant, man sieht es hier schon, die haben hier auf den Bauschritten die Figuren schon draufgesetzt. Das machen die Noise immer sonst beim letzten. Hier machen sie es einfach schon mittendrin. Warum, weiß ich nicht. Finde ich aber irgendwie interessant, dass ich jetzt hier einfach schon mal die Figuren draufsetzen soll. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt ja noch gar keinen, noch gar nichts großartig hier am Set auswirken, außer dass sie einfach da sind. Weiß nicht warum. Also ich kenne es immer nur so, oder bisher habe ich es bei den meisten Anleitungen auch immer nur so gesehen, dass sie wirklich am Ende erst drauf kommen. Hier bauen wir erstmal eine ganze Menge C-Clamps dran. So. Jetzt kommt hier schön an der Seite, beiden Seiten leider nur mit einer C-Clamp gehalten, aber ihr hört, es klickt und es hält natürlich. Was dem Ganzen natürlich auch nochmal ein bisschen Stabilität gibt, gerade hier in der Mitte. So, das ganze Ding hier schön stabil, wie ihr seht. Jetzt kann ich hier oben die Fahne drauf. Und jetzt würde ich hier oben, hier ist auch noch eine wunderschöne Stange. So, die beiden muss ich noch eben da hinten hinsetzen, damit das hier auch alles schön optisch abgerundet ist. Den Hai dazu. Diese Stange wird hier vorne gehalten. So.
Jetzt würde man quasi das hier oben drüber einfädeln. Ich lasse das jetzt einfach mal so hängen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu sehr kaputt geht. Ich würde es hier vorne dann durchfädeln. Man würde dann quasi, ich habe hier so das Originalband, ja, ich habe das jetzt gerade noch nicht verbaut, man würde quasi das Band hier durchziehen und hier durchziehen. Und dann das Ganze einfach als Segel ein bisschen spannen. So, und dann kann man das hier hinten oder in der Mitte festknoten, hätten wir jetzt quasi so ein Segel, was so ein bisschen in die Richtung fährt. Ich lasse das jetzt mal hängen. Oben natürlich die Piratenfahne, vorsichtig, das sind die dünnen Klemmsachen, da kann man nämlich ganz schnell noch was abbrechen. Und was an diesen, natürlich auch hier wieder an diesen Sachen an der Seite ist sozusagen, da können sich die Lego-Figuren wieder festhalten. Und damit ist das Set jetzt komplett, auch wenn ich einen Teil nicht mehr direkt habe, sondern ersetzt habe. Es tut ja trotzdem das Gleiche. Es fällt keinem auf, dass jetzt hier irgendwo ein Brickfield und drei Plates drin sind. Ja, das ist das Schöne an Lego. Ja, auch hier das System. Cooles Piratenset, wie gesagt, nicht mehr aus meiner Lieblingsserie, aber man kann es trotzdem mögen. Fehlende Hakenhand ist ein bisschen ärgerlich. Der Rest finde ich optisch sehr gut gelungen. Wie gesagt, wenn man diese Fässer will, ist das Set ein Go-To. Auch die kleinen Segel super und für so ein kleines Set. Drei Figuren, ordentlich Spielwert dabei. Daher, Daumen hoch. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer erfreut euch den Klemmbaustein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.